Wo muss ich denn überhaupt hin? So, erstmal mit dem weg. Hä, wo ist der? Voll der Mistkerl, hat ja sich meinen Stützpunkt geholt. Bei all den Schüssen und Explosionen, die ich nicht höre, würde ich sagen, du bist sicher. Komm und triff mich im Lagerhaus, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Ja, gut, machen wir. Ein bisschen plündern hier. Das wird teuer. Ganze Munition, die ich jetzt hier nachkaufen muss. Wäre natürlich mal praktisch, wenn hier irgendwie so ein Munitionsbunker-Depot-Ding wäre. Aber ich sehe hier nichts dergleichen. Na gut, gehen wir halt hier rein. "25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunny Boy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dennoch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley, also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade abhebt. Oh, scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Okay. Also müssen wir unser Flugzeug kriegen. Ah? Achso. Gehe zum ATV. Das ist kein Quad, das ist ein ATV. Okay. Ja. Ich wollte ja in das Flugzeug einsteigen. Direkt mal die Missionsziele lesen. Wäre vom Vorteil. Wow, jetzt aber schnell. Und Gummi. Na komm. Ah! Legen wir los! Das ATV kann ja auch so gut fliegen! Ey, ich drück doch L3! Ich drück L3! Ich stimmt gar nicht, ich hab R3 gedrückt, scheiße. Doof. Ich drück wie bekloppt auf den rechten Joystick. Das zwei. Rechts und links, ne? Das ist so eine Sache. Das andere links. Jetzt aber. Legen wir los! Jetzt! Ja, wenn man den richtigen nimmt, dann geht das auch mal. Okay. Jetzt sag bloß, die Mission ist gescheitert. Ich habe nichts gemacht. Ich konnte ja auch nichts machen. Der ist von alleine auf das Flugzeug zugeflogen. Was? Wird er mich echt verarschen? Warum ist die Mission gescheitert? Ich konnte doch rein gar nichts machen.
Warum scheitert denn die Mission bei einem Skript? Alles klar, legen wir los! L3, wings gut. Boah. Wehe, die scheitert jetzt schon wieder. Ich kann hier nichts machen, der fliegt von alleine. Schon wieder! Ich drück Fallschirm! Ey, was mache ich denn falsch? Ich kann nichts machen, der ist so gescriptet. Komm, ich doch veräppeln. Hätte ich jetzt eine Granate, würde ich eine Granate auf das scheiß Flugzeug schießen. Folge das Flugzeug. Alles klar, legen wir los! So, Wingsuit, L3. Mach ich. So, ich kann wieder nach. Ja, doch, kann so ein bisschen. Uah. Hä? Ja, soll mir jetzt mal bitte einer erklären, was ich da falsch gemacht habe. Das ist das gleiche Skript. Es ist doch nichts anderes passiert. Leck mich am Arsch. AJ, ich vermute, du hast die Akte. Ja, und sie hilft mir kein Stück weiter. Free-Release-Mission beendet. Sie ist redigiert. Du willst mehr wissen? Dann halt die Klappe und hilf mir bei einem Job. Dann nehme ich ein paar der Balken raus. Gut. Was für ein Job? Ich bin hier, um Paganmin und Yuma zu stürzen, was die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Und ich dachte, dein Volk versteht was von Guerillakriegsführung. Dein Volk? Der Goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Ich soll ihnen zeigen, wie es geht. Schritt 1, den Flughafen übernehmen. Schritt 2, einen gewissen AJ Gale rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem Goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal einen abseilen, wenn du verstehst. Ja, du willst einen Bob in die Bahn drücken. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Willkommen in Nepal. Jo, das war da. Eine Mühle. Ich würde hier eigentlich gerne hierhin die Mission da machen. Jörg hat auch Missionen für uns. Aber ja, wir machen eine Schnellreise hier hin, holen uns einen Helikopter und machen die erste Shangri-La-Mission da. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und wir müssen sowieso unsere Munition auffüllen, deswegen muss ich eh irgendwie sowas hier machen. Eine neue Waffe freigeschaltet. Dann füllen wir erstmal die Munition nach. Verkaufen wieder den ganzen Schrott. So, Waffe. Die haben wir jetzt freigeschaltet. Machen wir den Bogen weg. Ah, mit Stativ. Schalldämpfer. Kaufen wir. High Power. Siphonrohr, erweitertes Siphonrohr. Oh, das ist direkt das Bessere. Mal ziehen. Klar, machen wir auch. Farbe. Was haben wir hier Schönes? Nö, nö. Hm. Ja. Ah. Nehmen wir das Teuerste vom Teuersten. Wir haben es ja. Will ich mal eben mir die Waffe angucken. Ist schon ein bisschen was anderes. Da, R3 zoomen. R3 und nicht.
Das könnte schon. Könnte schon wirklich nett sein. Boom. Machen wir nochmal da. Gegen das Schild. Ja. Müssen wir jetzt mal irgendein wirkliches Ziel haben. Um die auszutesten. Ich versuch's einfach mal mit der Waffe statt dem Bogen. Ist ja jetzt auch schön ruhig. Gucken wir uns mal irgendein Tier raus. Ah, guck mal, da ist ein Schwein. Gucken wir erstmal ran. Atem anhalten. Zack. Hat gut funktioniert. Nach Ishwaris Flucht war es eine düstere Zeit für mich. Oh, ich war ein grausamer und zorniger junger Mann. Genau dieser Zeit verdanke ich den Ruf, den ich heute habe. Ja, ja, ich habe zahllose Unschuldige ermordet. Ja, ich habe die Religion verboten. Ja, ich habe die Währung reformiert und alle Ersparnisse wertlos gemacht. Und ja, vielleicht habe ich zeitweise in Jagd. Ja, den unterbrechen wir eben kurz, markieren hier. Ja, weiß wohin. Und eimerweise Koks gespielt. Aber jetzt bin ich geläutert. Sieh mich an. Ich bring das Land wieder auf die Beine. Ich bin in Topform, AJ. Boah. In Topform. Ist klar, Pagan. So. Wir fliegen zu der ersten Shangri-La-Dingens. Jetzt lande ich nicht, nur um den Sniper auszuprobieren. Ich habe das leichte Gefühl, dass der gar nicht so hoch kommt. Ah. Wo sind wir denn jetzt hier? Da. Stoßen wir an den Grenzen von dem Helikopter. Und vielleicht können wir den Berg dann wenigstens trotzdem so ein bisschen umfliegen. Nee. Da nicht. Ja. Ich fliege hier schon tiefer. Ah, jetzt hör mal auf. Nicht, was der hat für ein Problem. Bin doch schon tiefer. Weiß nicht, was der für ein Problem hat, der Helikopter. Fliegt schon extra tief. Ich will doch nur zu den einen Missionen dahin. Und ich möchte ja nicht unbedingt dahin zu Fuß laufen. Ist doch wohl verständlich. So, jetzt kommen wir aber, denke ich mal, hier rum. Ja, noch ein bisschen höher. Ich will nicht in den Baum krachen. Ja. Ganz ruhig. So, jetzt sind wir doch auf der anderen Seite des Gebirges, ne? Ja. Das heißt, jetzt müssen wir doch da nicht drankommen. Ich will da hoch. Letzte Reise fort, indem du das angelegte Attacker findest. Das habe ich ja vor. Ah. Ruhe. Nur der Helikopter.
so wenigstens irgendwie eine Klettertour hier finden. Ich schmier ab. Ach, geht das mir auf die Nerven. Schon gedacht, du kommst mit dem Helikopter hier überall hin? Komm ich denn da am besten rauf? Bin schon nicht fliegen. Muss doch. Also wenn ich wenigstens eine Route zum Klettern finde, dann nehme ich ja die. Aber hier ist nichts. Komm raus hier. Jürgen, da ist was. Da ist eine Route. Und drauf da. Hui. Ja. Da unten. Zack. Oh. Da war das Seil ein wenig zu lang. Okay, weiter, auf da. Ja, ich glaube, wir klettern da komplett drauf. Und springen hier am besten. Hopp. Boah, ich dachte schon, der spielt wieder ab. Ich hoffe, ich bin hier auch richtig. Aber irgendwie glaube ich schon, ja. So, und gleich, wo wir drüben sind, drücke ich klettern. Jetzt. Ja. Gut. Oh. Zack. Zack. Na komm. Noch einer weg. Und dich kriege ich auch noch. Du kannst nicht ewig da bleiben. Komm doch her. Ach komm. Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Da scheint ein bisschen mehr los zu sein. Aber wo? Naja, okay, scheint nicht direkt hier zu sein. So, einmal hier. Und dann haben wir hier, glaube ich, unseren Teppich.